Macht man Kunst nur für Menschen? Also ich sehe diesen Zeichen als Einladung, dass wir als Menschen auch unser Herz öffnen und unser Bewusstsein, bewusst und liebevoll in diesem Netzwerk der Beziehungen, die die Erde und Natur aufgebaut hat, reintreten. Wir sollen dabei sein, wir sollen mitkommen, weil wir Menschen haben besondere Herzqualitäten. Die Kunst kann zeigen, wie man die Erde liebt. Die Kunst kann die Wege aufzeigen, wie man die Erde lieben kann, wie man die Natur lieben kann. Und alles, was auf der Erde so wertvoll und kostbar ist, inklusive uns Menschen. Gerade die Technik, die ich verwende, hat viel mit der neuen Erde zu tun, nachdem ich nur Naturpigmente verwende. Da sieht man zum Beispiel so ein ganz schönes Gelb, Ocker, ja, und oder irgendwas ein bisschen Orangenes. Diese Siegel sind auch aus nur Naturmaterialien gemacht, aus Bambus und Papier und schweben sozusagen im Raum, sind etwas Leichtes, Unbeschwertes, etwas, was sich bewegt, ständig bewegt, also stellen sozusagen Veränderung dar durch diese Bewegung. Macht man Kunst nur für Menschen? Zur Antwort auf diese geheimnisvolle Frage werden Sie demnächst in der Galerie im Schloss Bozier sicherlich Denkanstöße finden mit der Ausstellung Die neue Erde.